wo ich wieder nicht die Griffel von lassen konnte. So goldene Eier und so, naja, ich habe ja nicht genug. Hallo ihr lieben Bastelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu meiner Schande muss ich gestehen, schon wieder ein Haul-Video. Ich war shoppen. Ja, draußen scheint ja fast den ganzen Tag die Sonne und das Frühjahr lockt und ey, ich muss jetzt unbedingt frühjahrsmäßig dekorieren, damit sich die Laune auch innerhalb der eigenen vier Wände ein bisschen hebt. Anhand der Kulisse könnt ihr sehen, ich bin eigentlich momentan gar nicht zu Hause. Trotzdem muss gebastelt werden, was das Zeug hält. Ich habe viel geplant und ich wollte euch heute mal vorstellen, was ich in dem Lädchen in Marienmünster-Vörden und jetzt aufgepasst, an der Tankstelle geshoppt habe. Meine liebe Freundin und Vermieterin Jenny hat mir den Laden empfohlen. Ich war auch schon mehrfach da. Und das sind so Preise wie bei Kick, bei Teddy, also wirklich unglaublich günstig. Und ich weiß, viele von euch werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wann kommen wir denn mal nach Marienmünster-Vörden? Aber ich wollte euch trotzdem zeigen, was ich jetzt für ja meine Natur-Deko fürs Frühjahr da halt noch zusätzlich geshoppt habe, wo ich wieder nicht die Griffel von lassen konnte. Und ja, vielleicht interessiert es ja trotzdem den einen oder anderen und ihr könnt dann gespannt sein, was ich draus mache. Beginnen wir mit der Pflanzenwelt. Ich habe mir hier noch künstliches Efeu gekauft. Ich war neulich im Wald und habe versucht, ein paar Naturmaterialien zu sammeln, aber noch ist nicht wirklich viel los, also außer Moos und ein paar Holzzweige, hier so Bucheckern und so, war da nicht viel zu machen, wobei das ja eher schon wieder fast herbstlich ist. Ja, das Stück Efeu hier hat gekostet 2,10 Euro und dann habe ich halt hier noch diese Osterglocken mitgenommen, 2 Stück und das Stück für 50 Cent. Dann braucht man ja immer noch so ein paar ja, Untergründe, Untersetzer, wo man halt die Deko drauf macht, Tabletts und so weiter. Und ich habe da eine ganz besondere Idee, die möchte ich euch dann aber erst in den Videos zeigen oder in dem Video zeigen, wo ich die Sachen bastle. Aber nichtsdestotrotz konnte ich die Finger von dem einen oder anderen nicht lassen. Diese Untersetzer haben ja auch schon fast wieder so einen Vintage-Look, so quadratisch sind die. 1,50 Euro das Stück. Dann hier eher was Längeres, wo man dann vielleicht 3 Kerzen oder 3 Gläser drauf drapieren kann für 2 Euro das Stück. Habe ich auch 2 Stück mitgenommen. Hier auch wieder so eher Vintage-mäßig ein ovales Tablett für 2,90 Euro. Und das Teil hier, das fand ich echt Hammer, hat hier auch noch so Griffe, hat fast schon was von so einem Bilderrahmen, ist auch quadratisch, hat 3 Euro gekostet und so einen grauen Vintage-Touch. So, das waren meine Untersetzer. Dann habe ich noch ein bisschen Deko-Garn, ich habe ja nicht genug, mir noch ein bisschen was besorgt. Zoome ich euch dann später noch ran. Vielleicht kriege ich es auch hier, ja, das kriege ich jetzt nicht auf, aber ich habe es in Weiß offen. Und zwar ist das einmal halt hier in Weiß mit so Herzchen zwischendrin. So eine Schnur. Ich weiß gar nicht, wie lang das ist. Steht leider auch nicht drauf. 1,75 Euro die Rolle. Und dann habe ich das Ganze noch in Grau mit Blümchen auch für 1,75 Euro. Dann, das finde ich immer wieder schön, auch um Gläser und so, das ist hier so spitze für 1,95 Euro. Mache ich euch auch mal so ein bisschen auf, dass ihr da vielleicht ein bisschen was sehen könnt. Muss ich jetzt nur aufpassen, weil hier eine Nadel drin ist. Bei meiner Tollpatschigkeit ramme ich mir die wieder in die Hände, wie so oft. So, dann habe ich hier halt noch, das ist auch ein schöner Naturstoff in Beige oder Champagner. Da kann man sich ja auch richtig schön was mit dekorieren. Für 2,50 Euro. Steht jetzt leider auch nicht drauf, wie lang der ist. Und das Ganze habe ich dann auch nochmal in einem schönen Alt-Rosé-Ton. Auch für 2,50 Euro.
So, das waren die Bänder. Jetzt die Kerzen. Da habe ich auf jeden Fall für die Gestecke, ich hatte es eher noch ganz viel weihnachtliche Sachen in Silber, in Gold und so. Und ich finde, jetzt klappern die ganze Zeit die Gläser. Und ich finde, das passt für mich absolut nicht zum Frühjahr. So goldene Eier und so, naja. Dann habe ich jetzt einmal hier so Teelichter in so einem, ja, Bordeaux, rot-braun vielleicht, für 85 Cent, 6 Stück. Und ich meine, die sind auch gleich noch in so einem Glasschälchen. Ja, das finde ich halt wunderbar. Die sind hier gleich so eingepackt und damit kann ich die halt überall auf Gestecke gleich so draufkleben, ohne dass ich nochmal extra eine Glasschale brauche. Und 6 Stück für 85 Cent, hallo, wer will da bitte meckern? Das Ganze habe ich hier noch in einem hellen Ton, ich nenne es mal Creme Champagner Beige, sucht euch was aus, auch 6 Stück für 85 Cent. Dann noch in, was ist das, so rostiges Kupfer, orange-braun, schlaf mich tot. Und dann halt hier noch grau, auch für 85 Cent. Dann habe ich mir für 1,35 Euro eine Duftkerze Vanille, die hat hier diesen schönen Deckel, den kann man ja auch erstmal noch drauf lassen. Und dann hat man sogar noch eine Duftkerze, 1,35 Euro, die wird bestimmt nicht besonders ergiebig sein. Und ich will, weiß Gott, das jetzt nicht mit Yankee Candle oder so vergleichen, aber hier ist das Ganze noch in Melone und es riecht echt voll lecker. Also das könnte ich mir auch schön fürs Badezimmer vorstellen, schön erfrischenden Duft. Und dann habe ich gesehen, bei meinen ganzen Deko-Sachen, ich habe unheimlich viel noch so in Lila, vielleicht für meinen Flur oder so gehe ich in die Richtung. Da habe ich mir halt einmal für 1 Euro hier dieses helle Lila in einem Glas, das kann man gut verwenden. Die hier fand ich richtig schön für 2,20 Euro. Die hat halt auch noch so ein bisschen diesen Effekt. In hell Lila auch 2,20 Euro. In Orange, schön quietschig und farbenfroh, so soll es im Frühjahr sein. Und die hier fand ich richtig klasse, die hat 2,45 € gekostet, so eine eckige in, ja, was ist das, braun-grau, fand ich auch ganz, ganz toll. So, und dann habe ich hier noch wieder zwei Gläser, das sind Kerzen mit Vanille-Duft. Für, ja, haltet euch fest, 95 Cent eine Kerze. Also ich muss echt lügen, aber ich meine im Geiz oder im Teddy oder so günstiger kriegt man die da auch nicht. Da habe ich mir dann auch gleich zwei mitgenommen. Dann war ich ein bisschen enttäuscht, diese direkten Ostersachen wie jetzt Eier und Hasen habe ich in diesem Jahr bisher nur kitsch gesehen. Ihr wisst ja, ich mag das eher so naturbelassen und möchte ja auch die Deko vielleicht noch bis im Sommer hinein. Also soll jetzt nicht so quietschebunt und richtig ostermäßig sein. Was mir gut gefallen hat, waren hier diese Wachteleier. Das sind 12 Stück für 1 Euro. Da habe ich natürlich auch gleich zwei Packungen mitgenommen. Ja, und als Hasen habe ich jetzt nur so einen mitgenommen für 1,55 Euro. Den werde ich noch irgendwo integrieren. Der hat halt so eine relativ blasse Steinoptik, ist eher in weiß gehalten, finde ich jetzt nicht ganz so kitschig. Aber ansonsten, ich habe auch in den Holzsachen, bei den Holzsachen oder so echt nichts gefunden, was mir da wirklich gefallen hat. Dann habe ich hier zweimal, also die werde ich nicht so lassen, die werde ich natürlich auch noch verändern, aber für 1,45 Euro hier so jeweils ein so ein Körbchen, da werde ich natürlich auch noch was dran machen, aber diese kleinen Gläser, die finde ich einfach niedlich. Und die fand ich auch schön mit der Spitze, jetzt finde ich es ein bisschen kitschig, aber wenn man da ein anderes Band rum macht, sieht das bestimmt irre geil aus. Für 1,40 Euro das Fläschchen habe ich auch gleich zwei mitgenommen. Dann habe ich hier, ja, ich nenne es mal Marmeladenglas, aber fand ich auch ganz süß, mit Herzchen vorne drauf für 70 Cent. Auch mit dem Band finde ich es ganz süß. Hier ein etwas größeres, auch wieder mit einem Herz. Naja, Leute, es ist Frühling, ne? Und da müssen überall Herzen hin. Für 1,70 Euro kannst du auch nicht meckern. Und dann habe ich hier halt noch für 1,95 Euro, da kann man dann so drei Teelichter reinmachen. Das kann man auch in Gesteck wunderbar integrieren.
Hier habe ich eine Flasche, normal hätte ich dasselbe gemacht, aber für 85 Cent kannst du ja echt nicht meckern. Und diese Verschlussflaschen hier, die hat man nun mal nicht gerade bei Joghurtdressing oder so, das gibt's nicht. Also man muss die dann schon irgendwo kaufen, aber unter 1 Euro so eine große Flasche, dann noch mit diesem schönen roten Farbton, ja, musste mit in den Korb. So, und das war es auch schon fast, weil ich habe noch richtig, richtig viel vom letzten Jahr. Und ja, mein Bastelzimmer, wie gesagt, ich kriege da kaum noch eine Tür auf. Die Regale krachen auch bald zusammen vor lauter Deko. Aber ich habe noch mitgenommen, die fand ich nämlich echt putzig, so ja, in Naturmaterialien geformte, ich glaube mit Draht ist das hier, so Herzen. Für je 1 Euro habe ich mir 2 mitgenommen. Das passt auch immer schön. Hat jetzt nicht direkt was mit Ostern zu tun. Und hier, das habe ich vorhin vergessen zu zeigen, ist noch ein Tablett für 2,50 Euro. Ja, das war schon meine Ausbeute. Aber also wenn ihr hier aus der Nähe kommt oder so, fahrt da mal vorbei. Das ist ein Paradies auf 2, fast 3 Etagen. Und die haben eine mega Auswahl, immer ganz tolle Sachen. Auch im Herbst und im Winter kann ich euch nur wärmstens empfehlen. So, sobald ich dieses Video abgedreht habe, schmeiße ich meine Heißklebpistole an und lege endlich los. Muss ja mal vorangehen und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ja, sagt mal, wie weit ihr so mit euren Frühjahrsbasteleien seid. Vielleicht habt ihr ja noch irgendwie einen konkreten Wunsch, was ihr sehen wollt. Ansonsten mache ich das so wie im letzten Jahr mit den Naturmaterialien, dass ich mehrere Gestecke mache und die filme und euch dann im Zeitraffer vorstelle. So. Genug gequatscht, habt eine schöne Zeit, noch eine schöne Woche, bis bald, macht's gut, eure Bastelratte Ivi, ciao!